Hey Lieben, heute kommt mein erster Haul. Also es wird zwei Teile geben, weil es einfach zu viele Sachen sind. Ich zeige euch einfach mal meine Sachen, die ich letzte Woche so gekauft habe. Und wir fangen mit den Primark-Sachen an. Okay, das sind nicht so viele, aber ich finde sie trotzdem toll. Deswegen zeige ich sie euch. Also als erstes habe ich mir Boots gekauft. Sehen so aus. Man kann es auch umklappen. So. Aber die finde ich jetzt nicht so schön. Und die hatte ich schon gestern an und ich finde sie total bequem. Aber ich glaube, sie halten nicht lange. Ich meine, sie haben nur 8 Euro gekostet und von daher kann man auch nicht viel erwarten, oder? Ja, also 8 Euro die Boots. Dann habe ich mir noch diesen Schal gekauft bei Primark. Finde ich total schön, warte. Ich zeige euch mal das Muster. Das ist so ein Muster. So Vögel und das ist ein rosa Schal. Und für 5 Euro. Ja. So, ein bisschen herrichten. Gut. Dann kam noch ein schwarzer Schlauchschal dazu. Der sieht so aus. Und hat so ein Muster. Und ja, ist jetzt nicht so lang. Ich kann ihn ja auch mal anziehen. Und sieht eben so aus. Und wenn man den dreimal umwickelt, sieht er so aus. Für 4 Euro. Ja. Dann kam noch ein weißer Schlauchschal dazu. Ebenfalls 4 Euro und hat ein anderes Muster. So aus. Und der ist länger. Eindeutig länger als der schwarze. Und bei zweimal umwickeln ist er echt lang. Und wird mal ist ja genauso wie der schwarze, wenn man den zweimal umwickelt. Nur mal so als Info. So. Ja. Ich glaube, viermal kann man den auch umwickeln, aber jetzt habe ich keine Lust dazu. Hat auch ebenfalls 4 Euro gekostet. Habe ich glaube schon mal gesagt. Egal. Dann machen wir weiter. Dann habe ich mir nämlich eine Tasche gekauft. Die sieht so aus. Moment. So. So eine schöne Tasche. Hat hier oben Henkel. Und nochmal so Schulter. Und ja, so Kupfer. Diese Kupferdinger. Und sieht innen so aus. Also erstmal hier so ein paar Taschen. Die sind ein bisschen zerknickt, aber ich glaube, das legt sich irgendwann. Drin. Moment, die Sachen sind da jetzt momentan drin. Hätte ich hier drin gibt es dann noch so einen Reißverschluss und auf der anderen Seite ist eine Handytasche. Und ja, normale Tasche für 13 Euro. Dann kamen noch Socken, ist jetzt nicht so spannend, aber Socken 7 Pack für 3 Euro. Muss man jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Und ein Gardiker oder Gardiken, kommt auch an, ist weinrot, also rot mit braunen Streifen und roten Knöpfen. Jetzt auch nicht so was Besonderes. Für 10 Euro. Und dann habe ich mir noch einen Gürtel gekauft. Ja, der sieht so aus. Ist auch braun, dunkelbraun und hat hier so golden Schnallen für 2 Euro. Das war's auch mit Primark. Also mehr habe ich mir jetzt nicht so viel genommen, aber es gibt total schöne Sachen, aber irgendwie gab es sie nicht in meiner Größe oder so. Das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in den nächsten Tagen kommt noch der zweite Teil. Ich hoffe, ihr schaut den auch an.
Und jetzt sage ich Tschüss.